Wir haben zum ersten Mal eine Abfahrt im Prater, die übersteil ist. Das heißt, wenn man losgelassen wird, stürzt der Wagen in 91 Grad Tiefe. Das heißt, man hat das Gefühl, über Kopf so ein bisschen hinauszufallen. Mit dem Wiener Looping eröffnet Prater-Schausteller Stefan Sittler-Keudl einen Nervenkitzel der Extraklasse. Hier bauen wir die absolute Prater-Sensation, den Wiener Looping. Er kehrt in den Prater zurück, möchte ich fast sagen. Denn der Name Wiener Looping war schon vor über 30 oder 35 Jahren im Prater vorhanden. Da gibt es ein bisschen eine ambivalente Geschichte dazu und jetzt wollen wir das wieder in Ordnung bringen. Wir bauen hier eine riesengroße Achterbahn, die es in der Dimension im Prater noch nie gegeben hat. Wir beginnen gerade mit den Bautätigkeiten, die werden ein paar Monate dauern, aber ich freue mich, wenn wir jetzt schon im Sommer dann die ersten Schienenstücke aufbauen können und hoffentlich sind wir dann im September soweit. Wenn man von Spezialitäten der Bahn spricht, muss ich auf jeden Fall die 3 Sekunden Schwerelosigkeit im Wiener Looping erwähnen.